Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Thema dieser Mindmap ist die Frage, wer muss einen Jahresabschluss erstellen? Sie wissen, der Jahresabschluss besteht in der einfachen Form aus Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung und dann in der erweiterten Form kommt noch ein Anhang dazu, Lagebericht und noch einiges mehr. Aber wer muss das überhaupt machen? Denn es ist eine Sache, die im Grunde nur Geld kostet. Ja, und die dem Ausweis des Unternehmens dient. Wenn das Unternehmen groß ist, kann man sagen, der interessierten Öffentlichkeit. Aber man kann auch sagen, Grundlage ist für die Steuerbelastung des Unternehmens. Und das gilt für die meisten kleineren, mittelständischen Unternehmen. Aber wer muss das machen? Und die erste Rechtsgrundlage ist hier das HGB. Und das HGB sagt in Paragraph 238 HGB, jeder Kaufmann muss einen Jahresabschluss erstellen. Daran schließt sich die nächste Frage an: Wer ist Kaufmann? Und das ist geregelt im Paragraph 1 HGB, Kaufmannseigenschaft. Ja. Ein Gewerbebetrieb, der kaufmännisch organisiert sein muss, dann ist man Kaufmann. Man ist aber auch dann Kaufmann, wenn man Kleingewerbe hat und sich aber ins Handelsregister eintragen lässt. Ja, also auch dann wird man bilanzierungspflichtig, jahresabschlusspflichtig sozusagen. Wer muss nicht? Wer muss den Jahresabschluss nicht erstellen? Freiberufler? Fragezeichen. Antwort: Nein. Was sind Freiberufler? Die Abgrenzung zum Gewerbebetrieb ist nicht ganz einfach. Arbeiten wir hier mit Beispielen. Freiberufler sind zum Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, auch Künstler. Das sind Freiberufler. Ja, als Beispiele. Ja, da steht der Mensch im Vordergrund und nicht die Automatisierung. Das ist ein Kriterium, das den Freiberufler vom Gewerbetreibenden unterscheidet. Also Freiberufler müssen keinen Jahresabschluss erstellen. So, dann, was ist mit Bauern oder wie man so vornehm sagt, Land und Forst? Wirtschaft, also mit Bauern und Förstern? Fragezeichen. Und die Antwort ist, ein Land- oder Forstwirt, also ein Bauer oder Förster, muss einen Jahresabschluss erstellen bei Überschreitung von Schwellenwerten. Schauen Sie diese Schwellenwerte bitte nach. Ich werde sie jetzt nicht hier in die Mindmap reinschreiben, denn solche Schwellenwerte werden auch mal erhöht. Und deswegen, na, das sind so die Variablen bei so etwas. Na, sowas wird immer mal wieder angepasst. Man muss also wissen, es gibt bestimmte Schwellenwerte. Wenn ich also etwas größer bin, auch was meinen Gewinn angeht, der Einschwellenwert bezieht sich auf den Gewinn. Wenn ich also einen etwas höheren Gewinn mache, dann sollte ich mal nachgucken, wo da der Schwellenwert überhaupt liegt. So, was ist mit dem sogenannten Kleingewerbe? Ist zwar Gewerbe, aber muss nicht kaufmännisch organisiert sein. Wann muss ein Kleingewerbetreibender einen Jahresabschluss erstellen? Auch hier bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte. So, und darf man freiwillig einen Jahresabschluss erstellen? Die Frage könnte sich ja auch mal stellen. Freiwillig? Darf man das freiwillig machen? Und die Antwort lautet ja.
Das darf man freiwillig machen. Ob man das machen sollte, ist eine ganz andere Frage. Aber freiwillig darf man es. Und der Steuerberater freut sich. Das hat dann mit seiner Gebührentabelle zu tun. Der verdient dann ordentlich. Und vielleicht freut sich auch das Finanzamt. Das hängt viel vom Einzelfall ab. Aber der Steuerberater freut sich auf jeden Fall. Wenn Sie das tun, wenn Sie also Ihrem Steuerberater eine Freude machen wollen, dann machen Sie es freiwillig, auch wenn Sie es nicht müssen, sonst lassen Sie es. So, das sind die wesentlichen Dinge. Ein Aspekt noch, wer durch diese Freiwilligkeit komme ich jetzt hier drauf, wer freiwillig im HR, im Handelsregister steht, obwohl er gar nicht Kaufmann ist, weil er zum Beispiel ein Kleingewerbe betreibt, kann man sich ja trotzdem nach § 2 HGB eintragen lassen. Und da gilt, ja, man muss. Ja, also Pflicht. Okay, das sind die wesentlichen Aspekte, das muss man wissen. Wenn man also Kaufmann ist, muss man auf jeden Fall einen Jahresabschluss erstellen. Und wer auf jeden Fall Kaufmann ist, jeder Kaufmann, daraus folgt zwingend, alle Kapitalgesellschaften. Denn wenn Sie in die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gehen, ist diese Rechtsform, also die Kapitalgesellschaft, auch gleichzeitig automatisch Kaufmann. Also alle Kapitalgesellschaften müssen einen Jahresabschluss erstellen. Müssen die da sich komplett ausziehen? Nein, das hängt wieder von bestimmten Schwellenwerten ab. Manche kleine Kapitalgesellschaften oder Kleinstkapitalgesellschaften müssen nur sehr wenig preisgeben, können sehr viele Werte zusammenfassen, ja, können also sehr viel aggregieren. Ja. Während man, je größer die Kapitalgesellschaft ist, desto mehr Details muss man veröffentlichen. So, das ist die erste wichtige Frage. Wer muss einen Jahresabschluss erstellen? Hier haben wir die Antwort. Die nächste Frage ist dann, was muss man im Einzelnen beachten? Denn auch hier gilt, dass man vielleicht das HGB als Rechtsgrundlage für die allermeisten vielleicht gar nicht komplett lesen muss. Ja, das hängt von der Rechtsform ab. Ich kann jetzt schon verraten, wenn man eine Kapitalgesellschaft ist, muss man mehr beachten, mehr Paragraphen lesen und beachten, als wenn man eine Personengesellschaft ist oder ein Einzelunternehmen. Wird man durch ein Einzelunternehmen, um es hier nochmal zusammenzufassen, jahresabschlusspflichtig? Antwort: bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte. Ja, dann wird man jahresabschlusspflichtig, wenn man also ein, sagen wir es mal einfach, ein erfolgreiches Einzelunternehmen hat, das bestimmte Schwellenwerte übersteigt beim Umsatz und beim Gewinn. Dann wird man bilanzierungspflichtig und kann sich nicht wehren dagegen, solange man im deutschen System gefangen ist. Ist das besonders gerecht? Nein, das ist eine Geldbeschaffung, durchaus auch für Steuerberater. Das muss man ganz klar mal sagen hier. Sobald dieses Kleingewerbe ein erfolgreiches Kleingewerbe wird, was sich allein an den Zahlen dann festmacht bei Umsatz und Gewinn, aber eigentlich immer noch keine richtige kaufmännische Organisation braucht, weil man vielleicht nur zwei Produkte hat, von denen man allerdings Tausende jeden Tag verkauft, wird man trotzdem bilanzierungspflichtig. Man muss also einen Jahresabschluss erstellen. Ja, auch das sei an dieser Stelle mal gesagt. Die Steuerberater haben schon dafür gesorgt, dass die Gesetzesregelungen so sind, dass Sie sich da um Kunden keine Sorgen machen müssen. Das soll genügen zunächst mal für diese Mindmap. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.